Falls du glücklicher Besitzer oder Besitzerin eines neuen iPhone 12 bist oder einfach nur dein Betriebssystem auf iOS 14 aktualisiert hast, hab keine Angst vor dem unheimlichen grünen oder orangen Punkt, der in der rechten oberen Ecke auftaucht. Grün bedeutet, dass du deine Kamera benutzt und orange, dass dein Mikrofon an ist. Sagen wir, im Hintergrund läuft TikTok und verwendet beides passiv. Diese Punkte zeigen es dir an. Das hilft, die Akkulaufzeit zu kontrollieren. Um dein iPhone lauter zu machen, gehe zu den Einstellungen, Musik und zum Equalizer. Der steht als EQ im Menü. Die Late-Night-Option wird dein Handy etwa 20% lauter machen, als es war. Du kannst auch jedem deiner Kontakte eine einzigartige Vibration zuteilen. Gehe zu Einstellungen, Töne und Ruftöne. Für gewöhnlich findet sich hier eine Standard-Vibration, aber wenn du ein bisschen scrollst, erreichst du den benutzerdefinierten Bereich. Tippe auf den Rhythmus, der dir gefällt, und speichere ihn. Du kannst ihn für jeden Kontakt einstellen. Falls benutzerdefinierte Vibrationen noch nicht genug sind und du noch immer Omas Anrufe verpasst, versuch, den Blitz anzupassen und richte ihn als zusätzliche Anrufbenachrichtigung ein. Geh zu Allgemeine Einstellungen, Bedienungshilfen und wähle Hören aus. Schalte den LED-Blitz als Alarm ein. So entgeht dir nie wieder ein Anruf. Wenn du die Leertaste drückst und schiebst, bekommst du einen Cursor. Das ist praktisch, wenn du einen Tippi finden willst oder ein Wort in deinem Text korrigieren möchtest. Falls du eine echt lange Nachricht geschrieben hast, sie aber wieder löschen willst, dann kannst du sie buchstäblich abschütteln. Schüttle einfach dein Handy, um das Geschriebene rückgängig zu machen. Wann immer du mehr als ein Icon auswählen musst, tippe und halte eines und füge mit deinem zweiten Finger alle weiteren hinzu, die du brauchst. Das funktioniert nicht beim iPhone 6 oder einem älteren Modell. Die neuesten iPhones besitzen ein super praktisches Feature, das hilft, wenn du von einer App zur nächsten springen musst. Sieh dir die Linie unten am Bildschirm an, wische nach links oder rechts und finde die App, die du brauchst. Kein Doppeltippen mehr und kein Benachrichtigungscenter. Solltest du gern zu deiner Lieblingsmusik oder so wie ich mit einem YouTube-Video einschlafen, gehe zur Uhr, tippe auf Timer und wähle Timerende aus. Scrolle nach unten, bis du die Taste Wiedergabe stoppen findest. Dieses Feature schließt alle Medien-Apps wie Musik, sämtliche Fenster, die Sounds oder Videos spielen und sogar die YouTube-App. Ziemlich praktisch, wenn du schon mal um 3 Uhr nachts aufgewacht bist, weil irgendein wahlloses Video automatisch abgespielt wurde. Yay! Wir alle kennen Nachrichtendienste, aber iMessages macht besonders Spaß. Drücke auf Senden, um verschiedene Wow-Effekte zu deiner Nachricht hinzuzufügen. Die Nachrichtenblase hat 4 Funktionen. Geheimtinte macht es unmöglich, die Nachrichten zu lesen, ohne sie mit einem Finger frei zu wischen. Schiebe deinen Finger seitlich hin und her, um sie zu zeigen. Der Unauffällig-Effekt lässt die Buchstaben erst winzig erscheinen, bevor sie dann größer werden. Der Auffällig-Effekt funktioniert genau andersrum, sodass sie erst viel größer sind und nach ein paar Sekunden auf normale Größe schrumpfen. Der Wucht-Effekt spricht für sich selbst. Die Nachricht knallt förmlich an den Bildschirm. Tippe auf die rechte Schaltfläche Bildschirmeffekte, die ist ebenfalls winzig. Da gibt es zum Beispiel Echo-Effekte, sodass der Bildschirm deiner Freundin mit nachhallenden Nachrichten überfüllt wird. Wische nach rechts für weitere Effekte. Einer passt garantiert zu der berührenden Nachricht, die du versenden willst. Den iPhone-Text gibt es auch in verschiedenen Größen. Um ihn größer oder kleiner zu machen, geh in den Einstellungen zu Bildschirm und Helligkeit. Tippe auf die Textgröße und stelle sie so ein, wie du möchtest. Du kannst nicht nur mit der Lautstärke-Taste deines Handys ein Selfie schießen, sondern auch mit dem gleichen Knopf an deinen Kopfhörern. Und auch wenn der Hack fürs iPhone ist, klappt er auch bei vielen Android-Handys. Allerdings nur mit Original-Kopfhörern. iPhones haben vielleicht nicht die längste Akkulaufzeit, aber was die Fotoqualität angeht, kommt niemand an sie heran. Schalte das Raster in den Kameraeinstellungen an, allgemein Kamera, um mit dessen Hilfe bessere Bildkompositionen zu kreieren. Solltest du gern mit einer Hand tippen, ist es höchste Zeit, die richtige Tastatur einzustellen. Halte einfach während des Tippens die Globus-Taste und 3 Tastaturen erscheinen. Die linke eignet sich am besten, wenn du dein Handy beim Tippen in der linken Hand hältst. Die mittlere ist für beide Hände und die rechte ist für das Tippen nur mit rechts.
Falls du gern lange, romantische Briefe in deinen Notizen schreibst, die niemand lesen soll, richte ein Passwort für jede beliebige Notiz ein. Dafür gibt es je nach iPhone-Modell zwei Wege. Beim iPhone 6 musst du von rechts nach links wischen, um drei Icons zu sehen: Sperren, Ordner und Papierkorb. Nutze den Papierkorb, falls dein Liebesbrief zu schlecht ist, und sperre ihn, um ihn vor neugierigen Augen zu schützen. Aber stell ein Passwort ein, an das du dich garantiert erinnerst. Du kannst es nämlich nicht löschen. Sollte das nicht funktionieren, tippe und halte einfach die Notiz selbst und du siehst die Passwortleiste im Dropdown-Menü. Richte das Passwort ein und niemand bekommt jeden Liebesbrief an Jana zu sehen, den du nachts geschrieben hast. Die neuesten iPhone-Modelle verfügen über das coolste Feature überhaupt. Jetzt kannst du einen Screenshot einer ganzen Webseite in einer Datei speichern. Dafür musst du die Lauter- sowie die Einschalttaste drücken. Solltest du eine spezielle Wortkombination in einem Online-Artikel finden müssen, geh zur Suchleiste und tippe das Wort, auf das du es abgesehen hast. Du siehst dann drei Bereiche: Google-Suche, Lesezeichen und Chronik, sowie auf dieser Seite. Tippe auf Letzteres. Das gesuchte Wort wird jetzt gelb markiert und eine spezielle Navigationsleiste unten am Bildrand lässt dich hoch und runter von Ergebnis zu Ergebnis springen. Vergiss nicht, hin und wieder den Arbeitsspeicher deines iPhones zu leeren. Das lässt dein Gerät schneller und besser arbeiten. Dafür musst du ziemlich tief bohren. Geh zu den Einstellungen, Allgemein, Bedienungshilfen und aktiviere Assistive Touch. Drücke Plus, dann Minus und dann die Einschalttaste. Drücke den Assistive Touch und halte den Home-Button, um deinen Arbeitsspeicher zu leeren. Wenn du danach die Benachrichtigung Passwort eingeben siehst, hast du alles richtig gemacht. Assistive Touch kann dir auch helfen, neue Funktionen an den simplen Tippen zuzuordnen. Geh zu Einstellungen, Allgemein, Bedienungshilfen und Assistive Touch, um alle möglichen Befehle benutzerdefiniert zu ändern. Ich habe zum Beispiel ein Doppeltippen für einen Screenshot eingerichtet, da mir Home- und Einschalttaste zu umständlich war. Tippe zweimal auf den Bedienungshilfenkreis, um einen Screenshot zu machen. Wer ein iPhone besitzt, braucht keine separate App, um QR-Codes zu scannen, da alle iPhones diese Funktion eingebaut haben. Aktiviere die Kamera und richte sie auf den Code. Danach siehst du oben am Bildrand ein Fenster aufpoppen. Tippe darauf, um sofort zu dem Link des QR-Codes zu springen. Falls das nicht funktioniert, aktiviere die Funktion QR-Code scannen in den Kameraeinstellungen. Du kannst außerdem jeden beliebigen Song als Alarm einrichten. Geh zum Wecker und drücke Bearbeiten in der rechten oberen Ecke. Tippe auf die Zeit, für die du die Melodie ändern willst, und im Bereich Titel auf Titel wählen, um jeden Song aus deiner Musiksammlung einzustellen. Ein Warnhinweis: Dein absoluter Lieblingssong wird leicht zu deinen meistgehassten, wenn du jeden Morgen davon geweckt wirst. Eines der meistgehassten Probleme aller iPhone-Nutzer und Nutzerinnen ist ein voller Speicher. Selbst wenn du alle Fotos löscht, ist noch immer nicht genug Platz. Geh zu Einstellungen, iPhone-Speicher und stelle sicher, dass kürzlich gelöschte Fotos wirklich gelöscht sind. Falls nicht, lösche sie auch im Gerätespeicher. Achte darauf, dass deine Nachrichten große Dateien enthalten können und du einstellen kannst, wie lange sie aufbewahrt werden sollen. Tippe dafür in die Nachrichtenchronik auf Nachrichten behalten. Die Standardeinstellung ist für immer, aber du kannst auch ein Jahr oder nur 30 Tage einrichten. Solltest du viele Dokumente zu unterschreiben haben, kann dieser Hack dir dabei helfen, ohne dass du sie drucken oder scannen musst. Mache einen Screenshot des zu unterschreibenden Dokuments und tippe dann darauf, um ihn zu bearbeiten. Tippe auf das Plus in der rechten unteren Ecke, wähle das Signaturwerkzeug aus und los geht's. Unterschreibe mit deinem Finger und speichere die Änderungen über die Schaltfläche fertig. Das sind wir jetzt übrigens auch.